hab mein Baby wieder. So, endlich habe ich die wieder. So, da bin ich wieder auf gewohnter Umgebung. Oh, endlich mal wieder Leistung hier, trotz 48 PS. Ah, ist das schön. Ich hab mein Baby wieder! Yay! Also wurde jetzt alles gemacht, bis auf den Luftfilter, den mache ich selber. Weil da tue ich jetzt so einen K&N-Luftfilter rein. Weil das brauche ich nicht. Einen originalen. Ach ja. Das ist wieder so ein richtiger Unterschied. Zu dieser anderen da, zu der 250er. So geil. Geil, geil. Boah, ich freue mich schon, wenn die endlich mal offen ist. Ich muss die jetzt noch waschen. Ja, wegen dem TÜV habe ich jetzt hinten... also der TÜV meinte... So ist Abdeckung okay, wenn die drauf ist. Was ist Plastik, aber Fußrasten nicht ab. Das wusste ich nicht, dass ich das gar nicht darf. Ist jetzt auf jeden Fall hinten drauf der Sitz mit Fußrasten dran. Ich habe gesagt, lass drauf, ich wollte eh jemanden mitnehmen. Hab ich jetzt alles hinten im Rucksack. Ja, 24.000 Inspektion. Bremsflüssigkeit, Zündkerzen. Ölwechsel, Ventile mussten auch eingestellt werden. Zum Glück habe ich die weggebracht. Zwei waren verstellt. Die meinten, nach 24.000 müsste ich das eventuell noch einmal machen lassen. Ventile einstellen und danach legt sich das. Dann verändert sich da nicht mehr viel. Ja, ansonsten nehme ich ja einen Ölwechsel. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, haut rein.